Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Weiße Edition. Ja, im letzten Part sind meine ersten zwei Pokémon entwickelt, die ich relativ am Anfang bekommen habe. Aber eins davon ist ja gar nicht mal ein festes Teammitglied, und zwar Derry Park. Und im letzten Part habe ich noch Elzebar und Dusselgur eingefangen, was ich noch nicht geguckt habe, welche Fähigkeiten die haben und Wesen die haben. Plus, dass ich mein Elzebar eine Arena-Beere trägt, habe ich auch noch nicht geguckt. Jetzt weiß ich. Wesen von Elzebar muss ich sagen, es ist neutral, es ist top. Und bei diesem Pokémon minus Verteidigung plus Spezangriff ist natürlich so eine Sache. Flug-Pokémon plus Spezangriff. Ja, hätte ich eher plus Angriff, aber Spezangriff ist auch in Ordnung. Vollkommen in Ordnung, die zwei Pokémon. Item, natürlich nehme ich dieses Item hier. Und ich will dazu sagen, dass wir endlich mal in die Höhle hineingehen. Übrigens, der erste Part ist jetzt, oder beziehungsweise er wird jetzt hochgeladen. Also, schon mal ein kleiner Vorab. Also, ich nehme jetzt auf und es lädt gerade der erste Part hoch. Und ja, auf jeden Fall, heute geht es weiter mit der Grundwassersenke. Und wir reden mal kurz mit Sharon. Die Kehle sind hier reingelaufen. Ju, du hast doch alle nötigen Vorbereitungen getroffen, oder? Ja, natürlich. Ich hab Schutz, ich hab Pokéwelle. Na dann, los geht's. Natürlich könnten wir jetzt auch nochmal die nötigen Sachen machen. Und die Musik geht schon los. Grundwassersenke. Ju, bei denen stößt man nur auf taube Ohren. Echt ein lästiger Haufen. Als ob ein solches Kind Pokémon adäquat behandeln könnte. Da könnte einem die Pokémon doch nur leid tun, oder nicht? Mit deinen Pokémon verhält es sich nicht anders. Gib sie uns. Ach was, wir nehmen sie uns einfach. Niemals. Niemals. Meine Pokémon werden nie weggenommen, außer ich lasse sie frei, aus folgenden Gründen, die ich natürlich nicht sage. Los, Evosair. Mir setzt natürlich gerade nichts ein. Und ja. Aber jetzt. So, Nagelotz ist Level 12 relativ einfach, muss ich sagen. Deswegen machen wir noch Krankenhieb, wollte ich gerade sagen, aber es setzt ja Scanner ein. Also es schützt sich schon wieder. Ja, Nagelotz und Scanner eben. So. Ja, Team Plasma wurde besiegt. Der erste Rübel. Wir sind im Recht. Wie können wir da verlieren? Ihr seid nie im Recht. Gut gemacht, Jo. Los, gebt uns jetzt das Pokémon zurück. Warte, du brauchst es nicht zurückzugeben. Es ist schon traurig. Wir werden nicht nur missverstanden, man stellt sich uns auch noch in den Weg. Ihr seid zu weit. Zu zweit und wir auch. Wir demonstrieren euch jetzt unseren Zusammenhalt. Dann erkennt ihr schnell, dass wir im Recht sind. Da muss irgendwo ein Nest von denen sein. Ihr seid nichts weiter als Pokémon-Diebe und daher mal lieber ganz still. Hä? Ihr seid nichts weiter als Pokémon-Diebe. Und daher mal lieber ganz still, das ist, da fehlt auch noch was im Satz. Naja,
wir zeigen denen jetzt mal, dass man sich mit Sandkastenfreunden besser nicht anlegt. Ja, Sandkastenfreunde, ich weiß gar nicht mal. Diese 10. Okay, vielleicht doch, ja. Okay. Die Plasma-Rübel wollen kämpfen. Tischigen Nugglots in dem Kampf. Auch wieder Level 12. Ich hoffe, dass Sherwin irgendwas machen kann. Los geht's, los her. Er hat immer noch Floink auf Level 14. Gut. Natürlich bin ich top on flop. Wieder mal der verpackte Screen auf der linken Seite. Ignoriert es einfach und ja. Natürlich greift es mich an, obwohl ich stärker bin. Alles klar. Dann setze ich nochmal Grasmix ein und weg müsste es sein. Genau. Sehr schön. So. Nein, lebe Typ Plasma. Nein. Bitte nicht. Wir nehmen den törichten Menschen, die Pokémon, weg und befreien diese von ihrem schrecklichen Joch. Echt ein lästiger Haufen. Was für ein Grund sie auch anführen mögen. Den Leuten ihre Pokémon wegzunehmen, also das geht gar nicht. Ihr Trainer, ihr beutet die Pokémon doch am meisten aus. Wieso sollten Trainer ihre Pokémon ausbeuten? Das ist doch Unsinn. Das Pokémon könnt ihr wieder haben, aber es kann einem nur leid tun. Unter euren Tyrannei. Eines Tages werdet ihr eure eigenen Dummheit erkennen. Ja, Team Plasma ist irgendwie komisch. Die Trainer bringen das Beste in den Pokémon zum Vorschein. Die Pokémon vertrauen ihren Trainern und wachsen so über sich hinaus. Ich verstehe nicht, wieso einen die Pokémon leid tun sollten. Also Yu, ich bring ihr das Pokémon zurück. Ja, mach das mal, Sherwin. Wir erkunden das Ganze hier mal. Wir gehen mal auf Schutz. Und gehen direkt mal hier hinter dem Item. Ich glaube, das war eine TM. Ja, und zwar Raub. Sehr schön. So, dann gucke ich mal, ob ich hier eine Sandwolke begegne. Ah, das war hier noch so, dass ich immer es aktivieren muss. Okay. Erst ab der Schwarz-Weiß 2 Edition war das so, dass es immer mich nachgepackt hat. Genau. So, eine Staubwolke könnte ja mal langsam kommen. Ja gut, wir haben noch einen neuen Mal Schutz, das ist in Ordnung. Ah, da unten. So, und es ist ein Sonnenstein. Interessant. Ja, hier kann es natürlich zu einigen versteckten Sachen geben. Ich könnte ja gleich mal gucken. Google öffnen. Schwarz und Weiß. Staubwolken. Staubwolken. Wir gucken mal bei PokéWiki, da tut sich nichts. Geben wir mal MT ein.
So. Genau, Items in Staubwolken und bei Schatten fliegender Pokémon bestehen die Möglichkeiten, anstelle ein Pokémon auf ein Item zu stoßen. So, da gibt's einiges. Und zwar kann man die Juwelen finden, sind sehr hoch. Dann gibt es noch Entwicklungssteine. Alle Art und Weisen sind sehr niedrig, außer Ewigstein, das ist nur niedrig. Ja, sonst gibt es noch einige Pokémon. Ja, ich hatte also Glück mit den Sandsteinen. Und ja, mal schauen, ob ich überhaupt noch eine Staubwolke jetzt gleich mal finde. Aber in den Staubwolken kann man wirklich so einiges suchen. Ja. Man kann da relativ die ganzen Entwicklungssteine finden, wo man wirklich damals gedacht hat, ja, finde ich noch einen Mondstein, finde ich jetzt dort noch einen Feuerstein irgendwo. Oder zum Beispiel Fensterstein, Funkelstein, Leuchtstein, ja, finde ich so solche Items. Man muss nur einfach in die Staubwolken gehen und hoffen, dass man da die Entwicklungssteine findet, ja. So, ich hoffe, dass da gleich mal eine Staubwolke kommt. Okay, dann suchen wir erstmal die zwei anderen Pokémon. Und zwar einmal Kiesling. Ein Kiesling erscheint. Das werde ich auch mal einfangen. Ja, natürlich mache ich keinen Schaden direkt. Hält natürlich einiges aus. Ja, Hyperball will ich gerne mal. Ich setze mal nur Pokéball ein. Mal gucken, ob das schon ausreicht. Tatsächlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass Kiesling per Tausch sich entwickelt. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich werde es auf jeden Fall so machen, dass ich dann Rockolos oder wie das die letzte Entwicklung heißt, auf jeden Fall habe. Vielleicht sogar schon vor der Flugarena, also vor der, glaube, sechsten Arena müsste das sein. Ja, müsste vor der sechsten Arena sein. Das natürlich dann auch trainiere entsprechend. Und ja. Ich bin mal sehr gespannt, was also noch kommt. Und ich hoffe, dass ich dann auch demnächst noch eine Staubwolke finde für das andere Pokémon und dass hier noch das andere Pokémon noch kommt. Ah, hier ist das zweite Pokémon, was man einfach so begegnen kann. Und das dritte Pokémon wäre eben ein Rotom-Bow, was unser drittes Teammitglied wird. Gut, Blue Psycho-Pokémon. Wow. Hat es mir wirklich so viel gerade abgezogen? Okay. Dann wechseln wir mal Fixed-Tail-Part. Einmal Tor. Schön, dass das Ding Tor hat.
Ich hoffe nur, dass das dann in der dritten Entwicklung auch vorhat. Schade dafür eigentlich, aber naja. Ich werde so oder so dieses Pokémon nicht als festes Teammitglied haben. Kann ich jetzt schon sagen. Okay, Flecknoll muss nochmal angegriffen werden. Bitte sei nicht tot jetzt. Boah, das war knapp. Ich weiß selbst gerade nicht mal, wie Flecknoll sich entwickelt. Das werde ich dann wahrscheinlich schauen. Aber ich denke mal mit Liebe, also mit Zuneigung, denke ich mal. Also sprich, wie viele andere Pokémon, dass man wirklich hohe Freundschaft erst aufbauen muss, indem man es trainiert und relativ viel sich in der Open World Welt bewegt, denke ich mal, ja. Und dann entwickelt es sich irgendwann mal, wenn es ein Level Up bekommt. So. Wir setzen nochmal Schutz ein. Ich hoffe, dass ich jetzt ein Rotomorph bekomme. Das dritte Teammitglied, das Fester. Nein, ein Feuerjuwel kriege ich. Okay. Komm schon. Rotomorph. Feuerjuwel wäre was für Feuer-Pokémon. Nicht schlecht. Na komm, Staubwolke. Die 100 Ritter gehen wirklich relativ flott weg. Relativ zu schnell. Bodenjuwel. Rotomorph. Ich weiß selbst nicht einmal, welche Wahrscheinlichkeit Rotomorph in einer Staubwolke vorkommt. Aber das war jetzt meine dritte Staubwolke und drei Items gefunden. Das ist schon krass, muss ich sagen. Ich hätte gerne mal so damit gerechnet, dass ich nur Items finde hier. Okay, wieder nichts. Eventuell muss ich später hier hinkommen. Wenn ich mehr Schutz habe. Aber es könnte doch mal langsam jetzt ein Rotomorph kommen. Mein letzter Schutz. Mal schauen, ob es überhaupt kommt oder auch nicht. Verzweiflungspur ist das jetzt. Anscheinend nicht. Nein. Dann werde ich demnächst nochmal hier hineingehen und Rotomorph nochmal suchen. Obwohl, ich guck nochmal Beutel. Nee, nicht Beutel, sondern hier. Nee, warte mal. Doch. Ich musste hier hingehen. 1900 habe ich gerade mal. Es ist also nicht viel. Oh. Okay. Tausend Dank euch beiden. Ihr seid genial, Ju. Zu zweit habt ihr das Pokémon zurückgebracht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, Freunde wie euch zu haben. Ich bin dir so unglaublich dankbar. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Nugget? Nein, Heilball. Nugget wäre besser gewesen. Oder Sternstück oder so. Also dann, ich bringe das Mädchen nach Hause. Bis später. Okay, dann bring das Mädchen mal nach Hause. Eventuell. Na komm, wenn ich auch jetzt den ganzen Partner Rotomorph suche. Rotomorph will ich unbedingt jetzt noch irgendwie bekommen. Ja, egal wie. Ich guck gerade mal, Heilball brauche ich gar nicht mal. Ich werde die mal verkaufen, alle drei. Wie teuer wäre. Ja, okay, gut, Sonnstein.
Nee, Steine. Was ich mal. Feuerjuwel. Eher nur 100. Auch der Bodenjuwel. Überball. 600 nur. Blub, blub. Ja, so viel zu verkaufen kann ich gar nicht mal. Kaufen. Komm, ich versuch's nochmal. Mit den 6-mal Schutz. Und hoff, dass ich irgendwie was bekomme. Also ich hoffe, dass ich Rotom Wurf bekomme, nicht nur Juwelen oder Entwicklungssteine, weil Entwicklungssteine brauche ich nicht. Außer wenn ich natürlich jetzt noch einen Sonnenstein finde, kann ich es verkaufen, dann wieder Schutz kaufen. Naja, mal schauen, wie es läuft. So, komm. Rotomor, komm doch. Ah, oder ich muss wirklich erstmal trainieren. Oder weitergehen und hoffen, dass ich dann bessere Items bekomme und dann später nochmal hier hingehen. Und dann Rotomor trainieren. Oder es taucht jetzt auf. Sehr schön. Rotomorph ist endlich da. Es ist ein Weibchen sogar. Okay. Das ist vollkommen okay. Oh, mein Evo-Serb ist fast tot. Egal. Rotomorph wird eingefangen. Egal, wie viel ich brauche. So, Pokéball. Gameschelle sieht mir natürlich nicht so viel ab, das ist okay. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Rotomor, das dritte Pokémon in unserem Team, ist dabei. Ja, cool. Ich freue mich schon drauf, dieses Pokémon zu sehen. Ich werde es auch gleich mal abholen. Und dann demnächst mal trainieren. Oder ich werde es jetzt schon mal kurz trainieren. Ich bin mir noch relativ unsicher. Gut, ich muss so irgendwann noch die ganzen anderen Pokémon trainieren, die ich jetzt nach und nach dann immer einfangen werde. Ich werde erstmal kurz heilen. So. Vielen Dank. Bitte, bitte. Und wir gucken mal fix an die Box. Ablegen. Ich möchte Kiesling ablegen. Und dieses Pokémon. Und dieses Pokémon. Ich werde es natürlich noch offscreen trainieren, wie schon gesagt. Ja. Aber wichtig ist Rotomor. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was das für ein Wesen ist, ob es ein okayes Wesen ist oder ob das ein Trash-Wesen hat. Es hat sogar ein okayes Wesen. Es hat keinen Minusangriff, es hat dafür einen Minus-Spätzangriff. Mega top, ich bin zufrieden. Sandgewalt. Manche Attacken wirken in Sandstürmen besser. Okay. Ja, ich werde es auf jeden Fall in der nächsten Folge hoch trainieren, denke ich mal.
Aber jetzt geht's erstmal weiter. Aber ich müsste mal Eposerp mal tauschen auf Somniarch. Also wie schon gesagt, Dairy Park werde ich auf jeden Fall noch ein Stückchen dabei behalten. Vielleicht. Und ja. Seid gespannt auf die nächsten Folgen. Wie es dann weitergeht. Gerade mit den Teambuilding. So. Denn ich habe noch sämtliche andere Pokémon vor, ins Team aufzunehmen. Was potenziell wirklich im Team bleibt, dann. Und. Ich find's faszinierend, sage ich dann mal. So, Elitseba. Machen wir Psychstrahl. Zum Glück kann Elitseba kein Biss, kein Knirscher, keine Undichtattacke. Soweit wie ich es weiß. Vielleicht kann es irgendwann Finsteraura. Gut, Verfolgung kann es, glaube ich, aber nicht mit dem Level. Nee, mit dem Level überhaupt nicht. Nee. Denke ich nicht, ne? Nee. Egal. Somnia. Ist fast Level 16, ist in Ordnung. Da ist ein Item. Gegengift. Sehr schön. So, da will was uns Sharon erklären. Hey! You, halt! Siehst du das dunkle, hohe Gras dort? Ab und zu kommt es vor, dass man dort auf zwei Pokémon gleichzeitig stößt. Sei daher besonders vorsichtig, wenn du dich in das dunkle, hohe Gras begibst. Also, ich mache mich dann mal auf nach Septerna City. Nächste Stadt heißt Septerna City, alles klar. Dann geht's weiter. Gut, ich muss sagen, hier in dem Gras müsste sich nichts Neues befinden an Pokémon. Laut der Pokémon-Seite. Und ja. Deck neu, Level 13, Psycho gegen Psycho, wäre bitte unfair, bitte Müll. Deswegen gehe ich mal auf den Park. So, Bedroher macht aber speziellen Angriff, also von daher nützt es überhaupt nichts. Falltreffer war es aber. Interessant. Die Falltreffer in dem Projekt hier schlagen so richtig zu, muss ich sagen. So. Level 16 Somnian. Ist schön. Ich muss mal dann schauen, wann Somnian die richtigen guten Attacken erlernt. Ich gehe aber, glaube ich, trotzdem mal in das Gras, um zu gucken, ob dort überhaupt gute Items versteckt sind. Ich glaube aber eher weniger. Ja, eher weniger. Ja. Überhaupt nichts. Schade. Aber hier. Hier finde ich einen Superball. Sehr schön. Ein weiterer Ball. Hey du, willst du kämpfen? Um das Gelernte wirklich zu meistern, muss man es auch anwenden. Alles klar. Dann auf geht's. Schulkind Gudrun. Hat zwei Pokémon, einmal Nagelotz. So, Somniam. Es kann bis Nagelotz. Es kann mir potenziell gefährlich sein. Macht aber Scanner, okay. Dann greifen wir erstmal an. Also diese Route würde ich auf jeden Fall noch schaffen in diesem Part. Es sind ja nur noch zwei Gegner da.
einmal diesen Trainer und die Trainerinnen, das Schulkind und noch ein weiteres Schulkind. Und dann war's das eigentlich auch mit dem Part, denke ich mal. Also ich werde nur noch die zwei Trainer machen. Und im nächsten Part auf nach Septerna City, würde ich sagen, schon jetzt. Denn da gibt's schon einiges, ja. Ah! Ist doch hier undicht. Bitte kein Biss. Danke. Jetzt kriegt natürlich Step drauf. Ja. Ich bin dingisch. Das ist undicht-Pokémon. Und undicht-Pokémon sind sehr gefährlich. Ja. Gut. Dann würde ich so behaupten, dass dieses Ding gleich mal besiege, weil 5-mal Kratzforia und es hat gerade mal sehr wenig abgezogen. Wir machen Tackle. Bodycheck ist Müll. Bodycheck, dann lerne ich auch hier, solange wir es noch dabei haben. Super, mit Biss, alles klar. Wir machen Tackle, weg ist es. Einmal Trank. 10 hab ich ja davon, also was ist. So, wenigstens hier haben sie das wenigstens verbessert. Wenigstens etwas. Ich muss nicht immer auf Trank gehen, dann werde ich wieder rausgeschmissen. Das ist okay. So, was haben wir hier für ein Item? Wir haben hier Aufwecker, alles klar. Nehme ich ganz gerne. Und dann würde ich sagen, das letzte Schulkind für heute. Ich hoffe ja, dass es das letzte Schulkind ist für heute. So, Level 12 Dugeltor sollte uns natürlich keine Probleme machen. Wir setzen einmal die Schall ein. So, genau, One-Hit, sehr schön. Kiesling kann man One-Hitten, aber wenn es Robustheit hat, lebt sie mit 1 KP. Also, von daher, egal was es macht, es wird so oder so drauf gehen. Ja gut, Robustheit. Ja, mach deine Verteidigung höher, du bist jetzt so oder so weg. Danke. So, wir gehen weiter. Reden noch mit den zwei Personen hier. Hallo, hallo, dann mach mich weg. Hätte ich doch nur mehr Pokébälle gekauft, dann wäre mir das Pokémon eben nicht durch die Lappen gegangen. Welches Pokémon? Egal, du sagst doch mal, wo spielst du eigentlich lieber? Drinnen oder draußen? Lieber. Genau. Ja, alles klar. Dann sag mir doch auch noch, ob dich eher Dinge interessieren, die jeder weiß. Oder solche, die niemand kennt. Dinge, die jeder weiß. Dinge, die niemand kennt. Weder noch. Echt? Das finde ich toll. Also wenn du mich fragst, dann verfügst du über gesunden Menschenverstand. Ja. Ich habe einen gesunden Menschenverstand. Alles klar, danke. Gut, dann gehe ich mal hier weiter. Und ja. In der nächsten Folge sprechen wir wieder mit Sharon. Ich habe keine Ahnung, ob er wieder einen Kampf möchte oder auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Das war's mit diesem Part. Wir haben unser drittes Teammitglied für die Pokémon-Liga auf jeden Fall.
Was ich auf jeden Fall noch mit hochtrainiere und immer im Team habe. Und ja, ich werde noch ein Part aufnehmen. Nach dem nächsten Part werde ich auf jeden Fall meine Pokémon, die ich eingefangen habe, erstmal so richtig trainieren. Bis Level 18 ungefähr. Also alle Pokémon, die ich jetzt noch auf der Box habe. Auch mein Rotomorph, was ich hier noch habe. Obwohl Level 17. Also je nachdem, wie Evosaur hochkommt jetzt. Im nächsten Part werde ich danach auf jeden Fall so richtig hochleveln. Gegen die ganzen Ordos kämpfen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut da rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.